Ruhe jetzt! Nee, was ist das? Was, worum ich geht's? Habe mich zur Geschäftsordnung gemeldet, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, die AfD-Fraktion bezweifelt die Beschlussfähigkeit der Versammlung. Bezweifeln Sie die Beschlussfähigkeit? Gemäß Paragraf 45 Absatz 2 der Geschäftsordnung bitte ich um Überprüfung. Es geht hier um die Beschlussfassung über ein sehr wichtiges Gesetzespaket. Und es kann nicht sein, dass wir hier mit rund 100 Anwesenden ein Gesetz dieser Güte und dieser Schwere beschließen. Und deshalb bitte ich um sofortige Überprüfung. Also, wir haben hier oben miteinander diskutiert. Wir sind der Meinung, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Und jetzt Marc-Henrich Mann gibt seine Rede zu Protokoll. Dr. Johannes Fechner gibt seine Rede zu Protokoll. Alexander Hoffmann gibt seine Rede zu Protokoll. Herr Braun, Sie haben jetzt keine Möglichkeit. Wir haben uns jetzt so entschieden. Wir haben uns so Setzen Sie sich hin. Setzen Sie sich hin. Wir gehen jetzt fort in der Sitzung des Parlaments. Und ich komme zum Tagesordnungspunkt 22a. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Ruhe jetzt! Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines zweiten Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetzes EU. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 11181 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 4674 und 5414 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? AfD ist ja selbst nicht beschlussfähig. Enthaltungen? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Darf ich jetzt mal bitte um Ruhe bitten? Zugestimmt haben die Fraktionen der CDU, CSU und der SPD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen, der Linken, der FDP und der AfD. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen.